Oh, hallo, was geht ab, Leute? Ich verlasse gerade das Haus eines Fremden, denn ich habe mich für eBay Kleinanzeigen hier getroffen. Also eigentlich da vorne. Aber hat nicht alles funktioniert. Deswegen mussten wir nochmal rein bei ihm und dann erstmal alles nochmal überprüfen. Und dann hat es doch alles funktioniert. Und seine Freundin wollte mir die ganze Zeit einen Wein anhängen. Den kann ich aber leider nicht mitnehmen, denn wir sind noch auf Pokémon-Tour und ich habe keine Anfrage für sowas. Sonst hätte ich den schon mitgenommen, oder? Umsonst. Da sagt man nicht nein. Ich bin hier am Stiegelmeierplatz und da vorne ist eine neue Arena dazu gekommen. So, und zwar diese Arena hier. Standard versuche ich gerade auf Gold zu bekommen. Und die ist brandneu. Neue Arena. Plitsche Platsch. Und gelb. Da setzen wir uns doch gleich rein. Ich nehme noch schnell einen Klick mit, bevor wir uns in die Arena setzen. Denn ich habe wieder zwei freie Tagespässe. Ich habe gestern nicht geradet. Aber in nächster Zeit ändert sich das hoffentlich wieder, denn ich bin wieder fit. War jetzt die letzten paar Tage krank. Habe echt nur das Minimum vom Minimum gemacht. Aber jetzt geht es eigentlich wieder. Fühle mich echt wieder gut. Sollte ich vielleicht nicht übereilig sagen. 507 ist tot. Aber ich denke, es ist vorbei. Ich bin wieder topfit. Und weiter geht's. Nicht shiny, nicht 100. Aber 1000 Arena-Punkte, Alter. Beste. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Ich bin wieder zurück. Ist der nächste Morgen. Heute? Übrigens, Ho-Oh und Lugia am Start. Heute und morgen. Habe ich jetzt nicht unbedingt Interesse. Vielleicht ein paar Lugia, falls sich was ergibt. Weil den könnte ich noch 100 gebrauchen. Ho-Oh, komplett fertig. Lugia 100% übrigens 21,15. Mit Wetterboost 26,45. Wetterboost bei Wind. Und gute Konter natürlich. Unlicht und Geist und Elektrogestein. Ho-Oh, 100er, 22,7. Mit Wetterboost 27,59. Wetterboost bei Wind und Sonne. Gute Konter, Gestein. Gestein sogar sehr, sehr gut, weil Flug und Feuer ist. Ich wollte noch über zwei Themen reden. Und zwar wurden ja die Eier geändert für dieses Egg-Shake-Up. Und ihr wisst, ich habe mich schon länger über die Eier beschwert. Und seien wir ehrlich, die waren schlecht. Es hat keinen Spaß gemacht, die zu brüten, vor allem 10er. 10er waren so schlecht, das war unglaublich, wie schlecht die waren. Aber jetzt kommt es, sehr überraschend, muss ich sagen, die Eier sind jetzt sehr, sehr gut. Man muss Props geben, wenn Props verdient sind. Und man muss Kritik geben, wenn Kritik verdient ist. Und dafür sind Props auf jeden Fall verdient. Erstmal die zwei Eier. Carpador, Valmer, Wablu, Libiscus. Die können natürlich alle shiny sein. Dann Gen 4 Starter, die können auch alle shiny sein. Außer Plinthfer, der hatte noch keinen C-Day. Dann Gen 5 Starter. Und Nuggelotz, Yogglef und Felilu von Gen 5. Also neue Pokémon, die kann eigentlich jeder noch gebrauchen. Die gibt es sogar in Shiny, zwei von denen. Also frisches, neues Zeug, gerne. Fünfer, da haben wir Punita, Slimer, Dragosso, Sichtlob, Pinsir, Evoli, Skorgler, Panzeragon, Kanivania, Lilieb, Anorid, Perlu. Alle drei Bumi, Marmelin, Kikubi, Pionskoga und Glibunke. Also bis zu den Bumi, da kann alles shiny sein. Und da sind auch ein paar gute Shiny mit dabei. Ich persönlich zum Beispiel Interesse an Perlu. Check das Video ab. Da hatte ich... Ich habe 200er Perlu gehabt. Und offensichtlich wollte ich beide Entwicklungen haben. Aber es hat sich beides mal zu demselben entwickelt. Leidend. Wo ist es? Hier. Leidend. Ich habe einfach zweimal denselben bekommen. Deswegen... 100er Perlu aus Mai würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Bamelin brauche ich noch 100, nehme ich gerne. Kikugi auch, der ist selten. Pionskoga bräuchte ich auch sogar auch noch 100. Und Glibunkel ist ganz nice, aber den habe ich sogar 100. Und das war es doch gar nicht. Es kommen noch ein paar Fünfer dazu. Und zwar regionale natürlich. Nicht alle die hier sind bei uns verfügbar. Bei uns gibt es dann natürlich Volbeat, nicht so toll. Sengo gibt es in Shiny, ist okay. Lunastein gibt es auch in Shiny. Pantimimi, den habe ich sogar in Shiny. Ist aber schon reserviert, aber ist natürlich sehr geil und sehr selten. Grillmark, der ist neu. Und Femicula, auch neu und die kann ich beide in 100 gebrauchen. Aber ist super, auch wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, dann kriegt man ja auch potenziell regionale Eier. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Jetzt kommt man zu den 10ern, Leute. Die 10er, ich muss sagen, die halten mich sogar ein bisschen zu brüten, weil da brauche ich echt eine Menge Sachen. Ach nee. Es kommen noch erst die 7er, sorry Leute. 7er gibt es auch noch. Da sind halt die ganzen Alola dabei. Sandan, Vulpix, Dickter, Mauzi, Kleinstein, Slimer.
Ich persönlich brauche noch Vulpix in gut, Dickter in gut und Slimer in 100. Dann die ganzen Babys. Pichu, P, Fluffeluff, Togepi, Gabouts, Kusilla, Elekid, Magpie, Azugel, Isso, Knospi, Klingpim, Mobai, Onaga, Bonfaxo, Riolo, Mantips. Riolo jetzt natürlich sehr krass, ist ja ein sehr gutes Pokémon. Und ich habe davon natürlich keinen guten. Den brauche ich noch in 100 auf jeden Fall. Klingplim habe ich auch nur in 8, nur 98er. Den könnte ich gebrauchen. Ansonsten ein paar Shinies halt. Shiny P natürlich, selten. Fluffeluff. Das sind so die zwei Highlights wahrscheinlich. Aber ist halt natürlich sehr viel Auswahl. Aber kann man halt nicht streichen. Du kannst nicht irgendein Baby davon rausstreichen oder so. Und von den Alolas kannst du halt auch nicht streichen. Also. 7er sind einfach Alolas und Babys. Passt. Jetzt kommen wir zu den 10ern. Die 10er sind echt gut. Flunkiefer. Brauche ich noch 100er, klar. Barschweiß ist der schlechteste. Den kann man vergessen. Aber danach kommt nur noch Gutes. Absol. Brauche ich noch 100er. Shinox. Brauche ich noch 100er. Cognodon. Brauche ich zwar persönlich nicht mehr als 100er, aber noch viele Leute, denke ich mal. Schilderus. Brauche ich noch 100er. Kaumalat. Brauche ich natürlich noch 100er. Und den gibt es ja seit kurzem in Shiny. Ich habe sogar einen in meiner Freundesliste, der hat, oder die hat, einen Shiny Kaumalat. Echt krass. Und ich hoffe, legit. Kassadur brauche ich natürlich noch 100. Klick brauche ich noch 100. Lichtel brauche ich zum Glück nicht mehr 100, aber wahrscheinlich viele Leute. Golbik brauche ich noch 100. Und Kapuno brauche ich den Dex-Eintrag. Und natürlich 100. Also, wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Von 12... bräuchte ich persönlich 10. Also das ist schon krass. 10? Oh ne, 9. 9. 9 von 12 bräuchte ich. Das ist echt schon sehr stabil. Viele Sachen, über die ich mich beschwert habe, sind einfach weg. Lavita, Tratini, Trasla, Zubiris. Oh mein Gott, Zubiris, Mann. Was war das für eine Frechheit? Zubiris, Porygon. Auch so dreist. Alles weg, endlich. Alter, ich sehe das. Und es ist einfach lecker. Einfach saftig, Mann. Danke, Niantic. Das ist echt gut. Dann habe ich noch was zum Buddy-System. Und zwar dieser Excited-Modus für den Buddy. Es war ja nicht ganz klar, wie er in diesen Excited-Modus kommt. Aber jetzt wurde es herausgefunden. Und zwar muss man 32 Punkte Aktionen durchführen sozusagen, um halt in diesen Modus zu gelangen und deinen Buddy excited zu machen, aufgeregt zu machen. Und die Aktionen sind halt diese ganzen Sachen, die Herzen geben. Es gibt ein paar Sachen, die geben nur einen Punkt. Wie zum Beispiel einen neuen Ort besuchen, füttern, spielen, kämpfen, einen Snapshot machen. Die ganzen Sachen geben halt einen Punkt. Aber... du kannst es halt nur einmal innerhalb der 30 Minuten machen, damit es als Punkt zählt. Wenn du jetzt zum Beispiel 30 Snapshots machst, hast du nicht einfach 30 Punkte gesammelt. 2 Kilometer laufen bringen 3 Punkte sogar und das hat keinen Cooldown. Das heißt, du kannst echt 20 Kilometer laufen für 30 Punkte zum Beispiel. Für öffne ein Souvenir kriegst du auch 3 Punkte und für besuche einen Stop für einen Ort von deinem Kumpel, den er da zeigt, gibt es auch 3 Punkte. Ja, und so kommt man in den Excited-Modus, wenn man dieses Brot nicht kaufen will. Auch sehr interessant. Ist ja alles zufällig geschafft, in dieser Excited-Modus zu kommen, zweimal jetzt schon. Aber ich bin da nicht so hinterher. Hat mich noch nicht so gepackt, dieses Buddy-System. Könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da fleißig hinterher seid mit dem Buddy-System und versucht, den da auf beste Freunde zu leveln. Das war's erstmal von mir, Leute. Ah ja, und natürlich eure Meinung zu den Eiern. Wie findet ihr die Eier? Gerne unten in die Kommentare, das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.